So, jetzt geht's hier weiter. Rosenengel, weiß jetzt nicht, wie genau jetzt heißt auf YouTube, hat eine ziemlich interessante Dings, Idee dazu gehabt, wieso ich vorher in so ein Pfeilendings gekommen bin. Das könnte mit diesem Papierstück da zusammenhängen, dass ich erst den Raum mit diesem anderen Dings aufgemacht haben muss. Und warum das richtig war, wegen Reihenfolge von Alphabet drücken. Irgendwie so. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig wiedergegeben. Wenn nicht, tut es mir leid, aber irgendwie so war das. Und je. Nicht mal eine Minute. Vielleicht, doch, vielleicht gerade mal eine Minute und schon gefällt. Ich bin so gut. Aber, nun gut. Ey. Hässliche Fledermäuse. Alter, das ist echt ein doofer Sprung hier. Genauso hier an der Kante und... Na gut. So, jetzt bin ich natürlich so gut vorbereitet, dass ich hier irgendwo den Zettel hingelegt habe, wo ich mir die anderen Sachen aufgeschrieben habe. Aber ihn nicht finde. Ja, ich könnte auch rein theoretisch nochmal dahin laufen. Aber nein, ich hab's gefunden. So. Ja, gute Vorbereitung vorzuwinnen und so. Ich glaube, das war jetzt das erste, was ich gemacht habe mit Dreieck, blibblib und Federn und Dings. So. Oder? Habe ich nicht das, das und dann das gedrückt? Passt das wirklich mit dem Alphabet? Ich muss das jetzt mal kurz nachgucken. Das interessiert mich. Vielleicht Alphabet rückwärts? Oder wie? Oder habe ich wirklich erst das da gedrückt und dann... ich bin verwirrt. Egal jetzt. So. Das drücken. An den Vogel. Und die Federn. Welcher Gang hat sich da jetzt aufgemacht? Mal sehen. Hier ist nichts offen. Da ist es offen. So, speichern wir, bevor ich hier reingehe. Natürlich geht das zu und natürlich. Uah. Hangelt sie sich darum? Oh, Gott sei Dank. Dann werde ich gleich wieder laden können. Ja, Fledermäuse. Sucht euch wieder anders zum Spielen. Oh. Okay. Da ist Schlangensymbol oder sowas. Und ja. Da geht's nicht weiter momentan. Oh. Sowas mag ich ja total. Noch eine Ebene tiefer. Wow. Wenn es geht, noch eine Ebene tiefer. Natürlich. Vogel. Und hier kann ich auftauchen? Wow. Und wo... Yay, ich liebe sowas, wenn nicht mal gesagt wird, wo... Wo irgendwas aufgegangen ist. Na gut. Das könnte auch vielleicht einfach das Tor am Anfang gewesen sein. Ich bin mir da nicht 100% sicher, aber... Na gut, wir gucken erstmal, was wir hier unten noch haben. Lara hängt noch nicht überall fest.
Meine Güte. Nein, ich würde hier sagen, geht's nicht hoch. Ich würde sagen, nur die drei Symbole, die ich auch kenne. Heißt, hier wird's auch nicht. Oh, hier geht's doch hoch. Ich habe nichts gesagt. Hier ist auch ein Hebel. Da hat sich irgendwas geöffnet. Ziemlich nah. Das war nicht zu überhören. Oh, Clara. Rein da. Ja, hey. Hey, Lara, rein da. Wenn die da so an so einer unsichtbaren Wand festhängen, noch, ey. Schlimm, sowas. So. Wo geht's hier hin? Ja. Labyrinth for the Win und so. Ah, hier war ich schon mal. Vielleicht ist die Klappe auf, ja. Mann, das war ziemlich knapp. Warum ist die Fackel nicht an? Und jetzt? Es ist bestimmt wieder eine weitere Klappe aufgegangen. Jetzt finden, wo die ist. Bei der Hand war ich. So. Versuchen wir es mal eine Etage höher. Hier hinten war doch auch irgendwo noch eine. Oder irgendwo. Oh, Feder. Eindeutig zu viele Hebel. Bestimmt ziehe ich eh viel zu viele gerade. Ich kann fast darauf wetten. Oh, ein Medipack. Und hätte nicht gedacht, dass ich jetzt hier sowas finde. Da lang. Und nach oben und hier hoch. Und hier finden wir ausnahmsweise mal keinen Hebel und... Wow. Wenn ich jetzt so rauskomme hier aus dem Ding, bin ich über mich selbst erstaunt. Ohne Mist. Alles auf Anhieb relativ. Das ist dann schon eine Leistung, ne? Aber ich habe bestimmt die Tür nicht offen. Das war klar. Warum war mir das klar, dass die Tür nicht offen ist? Ah. Trotzdem bin ich erstaunt, dass ich schon mal das Dings gefunden habe. So, da bin ich schon mal vorbeigeschwommen. Gehen wir einfach noch mal tiefer. Und schauen, was ist. Ach, hier unten gab es nur den Adler. Mehr gab es hier ganz unten gar nicht. Oh, Lara macht ja nicht instant Luft voll. So. Wo geht's dann noch lang? Da bin ich schon mal lang geschwommen. Dann gehen wir mal den anderen Weg.
und schauen, wo das hinführt. Mir kommt es so vor, als wäre ich jetzt im Kreis geschwommen, aber ich habe keine Ahnung. Ja, den habe ich schon gezogen. Ach, ich bin bei der Hand. So. Was ist hier oben? Hier bin ich wieder ganz oben. War relativ. Dieses Wasserlabyrinth verwirrt mich mehr als jedes normale. Da ist schon wieder die Hand. Gleich muss ich mir eine Karte aufmalen, weil ich den Weg nicht finde. So, wir gehen einfach mal. Hier geht's nur nach ganz oben, okay. So, das ist wieder eine Ebene tiefer. Da kommen wir nur zu dem Adler. Jetzt sind wir auf Handsymbol Höhe ungefähr. Ah ne, ein bisschen dahinter. So. Was haben wir denn hier? Eine Lara, die gleich absüppelt, das haben wir hier. Ja. Hier war das. Habe ich einen Hebel übersehen? Och komm. Nee. Wo habe ich gespeichert? Genau hier. Diesen Hebel, den habe ich so nicht gesehen an der Wand. Natürlich. Er war schon wieder so versteckt in der Wand. Nicht so versteckt wie diese Sprossen an dem Zug da, aber doch schon versteckt. Meiner Meinung nach. Und so, das hätten wir geschafft. Wären wir mit Abschnitt 2 fertig. So. Und ich denke, hier geht's dann beim nächsten Mal weiter. Und bis dahin, ich bin Indiana Jones.